liebe Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Parlamenten, lieber Frau Schiemer, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich riesig gefreut, dass ich erneut zum Blankeneser Frühjahrsempfang eingeladen wurde, jetzt im Élysée, und ich kann nur sagen, Blankenese ist überall, wir haben Blankeneser selbst in Berlin. Als ich vor 10 Jahren das erste Mal eingeladen wurde, kam ich aus der schleswig-holsteinischen Provinz, war angetan von so vielen erlauchten Persönlichkeiten aus der Freien Hansestadt Hamburg, für Schleswig-Holstein eine besondere Herausforderung. Nun komme ich aus Berlin, aus der Bundeshauptstadt, und muss bekennen, Hamburg ist tatsächlich immer noch schön. Also jedenfalls in Relation zu Berlin, nicht zu Schleswig-Holstein imstande. Ich bin froh, wieder einmal einen angenehmen Anlass zu haben, aus der beschaulichen Provinz oder der pulsierenden Hauptstadt nach Hamburg kommen zu können. Ich kann jetzt schon sagen, die Anreise hat sich gelohnt, vor allem für Sie. Wir hatten jetzt mehr als 2 Jahre pandemischen Ausnahmezustand, jedenfalls in Schleswig-Holstein. In Hamburg war das Virus etwa einen Monat gefährlicher. Zum Glück sind Sie jetzt auch hier wieder einen Schritt in die Normalität zurückgekehrt. Und ich bin Peter Tschentscher außerordentlich dankbar, dass in den 14 Bundesländern, die auf eine Hotspot-Regelung verzichtet haben, anhand des Hamburger Vergleichsmodells zeigen konnte, dass die Aufhebung der meisten Corona-Maßnahmen Anfang April richtig war. Viele haben den Tag herbeigesehnt, an dem wir wieder ohne Einschränkungen zusammenkommen können. Ich übrigens auch. Heute möchte ich deshalb Freude und Erleichterung und eine Spur von Nostalgie. Und für dieses besondere Gefühl möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich Klaus Schümann und seine Mitstreiter einen herzlichen Dank aussprechen, dass sie so zäh waren, die Nerven behalten haben und diese Traditionsveranstaltung dieses Jahr zwar etwas später, aber trotzdem stattfinden lassen. Herzlichen Dank und es ist ein wirklicher Applaus. Ich weiß nicht noch, wie er mich im März in Berlin angerufen hat und gesagt hat, können wir das wirklich machen? Halten wir das durch? Wird im Mai die Corona, werden die Corona-Maßnahmen aufgehoben? Und ich habe gesagt, Klaus, mach dir keine Sorgen, ich kämpfe dafür und ich habe Wort gehalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele freuen sich, dass das Leben endlich wieder in seinen Normalzustand zurückkehrt. Und doch ist spätestens seit dem 24. Februar vieles nicht mehr normal. Ein Krieg tobt vor unserer Tür, nur 2 Flugstunden von uns entfernt sterben Hunderte, Jahrtausende Menschen täglich in einem fürchterlichen Angriffskrieg. Und wir wissen über die Klitschko-Brüder, dass Hamburg auch dort eine spezielle Verbindung hat. Auch wenn es in der Sache unterschiedliche Meinungen gibt, so eint uns doch die Feststellung, dass das Sterben, das Verschleppen, das Brandschatzen, das menschenverachtende Treiben der russischen Truppen in der Ukraine ein schnelles Ende haben muss. Ich kann jeden verstehen, der sich mit der Frage ringt, wie weit unsere Unterstützung gehen kann. Denn das Szenario einer noch viel größeren Eskalation des Konflikts kann von niemandem zuverlässig ausgeschlossen werden. Zwar glaube ich, dass nicht wir entscheiden, ob unser Handeln im Kreml als Provokation gesehen wird, vielmehr entscheidet das der Kreml selbst. Gleichzeitig akzeptiere ich aber, dass es Menschen gibt, die von der Sorge bewegt sind, dass wir durch eigenes Tun, ohne es zu wollen, zur Kriegspartei werden können. Es gab in dieser Woche erregte Diskussionen über einen offenen Brief an Bundeskanzler Scholz, der von Persönlichkeiten wie Alice Schwarzer, Juli C. oder Reinhard May unterzeichnet wurde. Die Unterzeichner hatten Zweifel daran, ob die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine die richtige Maßnahme ist. Auch wenn ich diese Position ausdrücklich nicht teile, so ist diese legitim. Genau genommen war diese Position vor dem Krieg sogar bundesdeutsche Staatsräson. Diese lautete, keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Ich halte es in diesem Fall für richtig, dass die Bundesregierung von der ursprünglichen Linie abgerückt ist. Wer aber diejenigen, die an der bisherigen Linie festhalten, mit persönlichen und herabschneidenden Anwürfen überschüttet, der muss sich ernsthaft die Frage gefallen lassen, warum er erst jetzt so heftig diese Position attackiert und nicht schon vor dem 24. Februar, als es noch eine andere Mehrheit gab. Es wäre gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir die moralische Selbstgerechtigkeit, die Forderung nach Unterwerfung, das Niedermachen einer legitimen Haltung im öffentlichen Diskurs grundsätzlich unterlassen würden, darauf zurück uns besinnen, dass die Demokratie es gerade ausmacht, anders in autoritären Staaten, dass wir nicht nur unterschiedliche Auffassungen haben können,
sondern sie auch außen äußern dürfen, ohne sozial ausgegrenzt zu werden. Wo wir gerade dabei sind, es hat auch nichts mit einem zivilisierten Umgang zu tun, Olaf Scholz als beleidigte Leberwurst zu bezeichnen. So sehr ich André Melnyk persönlich schätze und ich habe eine gute Beziehung zu ihm, so sehr ich seinen Unmut, seine Ängste und die Verzweiflung verstehen kann. Wir müssen trotzdem festhalten, Olaf Scholz ist der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Das gilt es zu respektieren, auch wenn man verzweifeln muss. Unabhängig von dieser Frage ist es unerlässlich und völlig unstrittig, dass das, was in der Ukraine gerade täglich mit Billigung und Zustimmung der russischen Führung geschieht, vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gehört. Wir müssen für die juristische Aufarbeitung sorgen, und das sage ich Ihnen, das verspreche ich, dafür werden wir auch sorgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele hätten der Ampel nicht zugetraut, dass sie in der Lage ist, große und schwierige Probleme zu lösen. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und auch auf die Pandemiebekämpfung werden sie aber eines Besseren belehrt. Angesichts der Tatsache, dass die programmatischen Wege ziemlich weit waren, arbeitet die Koalition gut zusammen. Und ich sage, ich bin immer noch verwundert, wenn ich jeden Morgen einfach Hofreiter sehe und höre. Ich hätte mir vor 6 Monaten nicht vorstellen können, dass er der erste Protagonist von Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet ist. Und ich finde das im Übrigen in der Sache richtig. Natürlich gibt es einen komischen Nörgler. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Ampel kürzlich mit einer Lichtorgel verglichen. Das ist allerdings verzeihlich. Markus Söder hat noch nicht ganz verstanden, dass im Rest der Republik unterschiedliche politische Positionen in unterschiedlichen Parteien dargestellt werden und nicht wie in Bayern nur ein Ministerpräsident ausreicht, um alle politischen Positionen gleichzeitig zu vertreten. Es war übrigens auch schön festzustellen, dass in Bayern die Quarantänezeit von 7 auf 5 Tage reduziert wurde, damit der bayerische Ministerpräsident ein Volksfest teilnehmen konnte, von dem er ausgeschlossen gewesen wäre, wenn die ursprüngliche Regelung Bestand gehabt hätte. Auch so kann man vernünftige Politik machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Krieg verlangt viele neue Antworten, so auch im Bereich der Energiepolitik. Einsparung ist das Wort der Stunde. Und so sehe ich Joachim Gauck schätze, zu erklären, wir könnten für den Frieden frieren, ist, glaube ich, nicht die richtige Herangehensweise. Unsere Freundinnen und Freunde von den Grünen kamen auf die überraschende Idee, ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen, um Putin zu schaden. Früher sollte das Tempolimit dazu dienen, das Klima zu schonen, jetzt geht es darum, Putin zu schaden. Ich bin skeptisch, dass wir Putin schaden können, wenn wir Tesla-Fahrzeugen verbieten, auf der Autobahn schneller als 100 zu fahren. Aber vielleicht ist das ja nicht der zwingende Bestandteil der grünen Idee, dass niemand so genau hinschaut. Jedenfalls habe ich vor ein paar Tagen, und ich muss das mal wieder erzählen, weil es so göttlich ist, in einer Pulsdiskussion mit einer sehr charmanten grünen Politikerin über dieses Thema gesprochen. Ich habe versucht zu erklären, dass es doch eigentlich viel sinnvoller sei, Staus zu vermeiden, denn in einem Stau ist der Spritverbrauch noch einmal deutlich höher. Deshalb müssten wir eigentlich mehr Straßen bauen, um Putin zu schaden. Das Gesicht hätten Sie sehen sollen, dieses Argument hat nicht verfangen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, manch einer wird es hier in Hamburg vielleicht schon mitbekommen haben, dass in Schleswig-Holstein die Landtagswahl vor der Tür steht. In diesem Zusammenhang kann ich Ihnen versprechen, Sie werden von mir an dieser Stelle kein schlechtes Wort über Ralf Stegner hören. Erstens sorgt er selbst schon ausreichend dafür. Aber mit Blick auf die derzeitigen Umfragezahlen stellt sich mir schon die interessante Frage, wer hätte jemals gedacht, dass sich die schleswig-holsteinischen Genossen mit Wehmut ausgerechnet an die glorreichen Zeiten mit dem Spitzenkandidaten Ralf Stegner zurückerinnern werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird ein spannendes Rennen. 2 Tage sind es noch, mehrere Konstellationen sind denkbar. Alle Schleswig-Holsteiner hier im Saal rufen mich zu. Gehen Sie zur Wahl, wenn Sie mich schon gewählt haben. Es lohnt sich. Und allen Hamburgern rufe ich zu, halten Sie bis zum Frühjahr 2025 durch. Oder ziehen Sie nach Schleswig-Holstein, auch das lohnt sich. Herzlichen Dank.